Okay, darf ich ganz kurz um eure Aufmerksamkeit bitten. Nachbetrachtung, Bayernliga Abstiegsrundenspiel, eher schon mal gegen TSV Peißenberg, Endstand 3:0, Drittelergebnisse 1:0, 2:0, 0:0. Darf recht herzlich begrüßen Eishackler Trainer Simon Moslechner und schon mal Trainer Andi Leschinger. Ja, Simon, ich würde gleich sagen, fang gleich an. Ja, okay. Servus beieinander. Also Gratulation an Joga. Ich bin wirklich verdient gewonnen, heute muss man sagen. Wir haben halt überhaupt keinen Fuß auf den Boden gebracht, von den ersten Minuten weg eigentlich. Und wenn wir jetzt so spielen, kannst du nicht gewinnen. Wir könnten, glaube ich, noch zwei Stunden spielen, da haben wir kein Tor schießen. Also mehr kann ich sagen, war eine indiskutable Leistung von meiner Mannschaft. Aber warum auch immer. Mehr kann ich nicht sagen. Wie gesagt, Gratulation schon mal. Wirklich zu Recht gewonnen. Verdient gewonnen. Danke. Danke erstmal für die Glückwünsche. Ja, es ist, ich bin natürlich unglaublich froh, dass wir heute ein Erfolgserlebnis uns erkämpft haben. Mit allem, was jetzt die letzten Wochen war und auch mit dem völlig Endes jetzt ganzen negativen Dinge, Ergebnisse und sonst was hängt natürlich tief in die Knochen drin. Und ich war am Freitag nicht mit dabei. Ich habe gehört, dass es da schon ein Schritt in die richtige Richtung war, aber halt das Scheibenglück nicht da war. Und heute haben wir halt gemerkt, dass es halt langsam auch wieder kommt. Und jetzt haben wir natürlich nochmal ein paar mehr Variationen gehabt, weil nochmal der Dulli und der Fenty wieder zurück im Kader sind. Und auch der Holzi halt wieder mit dabei war. Und dann siehst du natürlich, dass du mit vier Reihen, die alle was mit der Scheibe anfangen können, dann egal welchen Gegner bespielen kannst. Das hat uns alles wochenlang gefehlt. Und ich freue mich für die Jungs, weil die haben jetzt wirklich... Ich glaube, viel länger kannst du nicht mehr großartig zusammenrutschen, was jetzt da uns als Mannschaft stark machen musste. Und genau das werden wir jetzt da dementsprechend in den nächsten Wochen mitnehmen. Also ich bin unglaublich stolz auf die Jungs, die haben da richtig gutes Spiel gemacht, einfach Spiel, Scheiben zum Tor gebracht, im richtigen Moment cool blieben vor der Kiste. Eigentlich genau das, was wir wollen, was uns eigentlich über Monate, Jahre ausgemacht haben, aber die letzten Wochen nicht. Und heute war das alles wieder da und dann ist es natürlich unglaublich gut, wenn du gerade im Derby so einen Bock umstoßen kannst. Ja, Simon, ihr seid mittendrin im Kampf um die ersten zwei Plätze, was die Pre-Playoffs bedeuten würde. Jetzt Wochenende leichter Rückschlag von den Punkten her. Wie richtet es deine Jungs wieder auf? Das überlege ich mir jetzt bis Dienstag. Das werden wir schon hinkriegen. Wenn ich da mitspielen will, dann muss ich einfach anders spielen. Das hilft nicht. Wenn ich Erster oder Zweiter werde, muss ich anders spielen einfach. Es gibt keine leichten Gegner, das habe ich ja gesagt. Das ist wurscht, gegen wen man da unten spielt. Das ist eine Abstiegsrunde und da geht es immer. Gegen Herren kann man nicht stecken. Es gibt keine lockeren Spiele. Wir haben gesagt, es sind ja 5 Endspiele. Werden wir schon sehen, wer weitergeht. Gut. Ja, Andi, wir sind jetzt die ersten 3 Punkte natürlich deutlich hinter dem, was wir uns eigentlich erwartet haben in der Abstiegsrunde. Ich glaube, Fünkchen Hoffnung ist immer noch da. Wir haben noch 5 Spiele, davon 4 Heimspiele. Ja, was rechnest du noch aus? Also zuallererst einmal rechne ich mir aus, dass wir die Einstellung, die wir heute auf dem Eis gesehen haben, in jedem Spiel abrufen, was wir bis zum Ende da haben. Und jetzt haben wir auch wieder ein Stück mehr Qualität auf dem Eis, um nicht mehr nur defensiv zu arbeiten. Das mal zuallererst, das sind gute Voraussetzungen. Ich erwarte schon, dass wir in jedem Spiel die restlichen Spiele schauen, dass wir gewinnen. Also wir werden da im Teufel tun und irgendwas abschenken. Weil das Einfachste wäre natürlich, wenn du Drittletzter wirst und dann hast du das Ding erledigt. Wir werden unseren Teil dazu tun. Wir haben es halt immer selber in der Hand, aber man weiß nie, wie die Spiele ausgehen. Im schlechtesten Fall werden wir zu den Playdowns einfach richtig gut eingespielt sein und bereit sein, dann dementsprechend in den Playdowns da zu sein und das 3 Spiele zu gewinnen. Das ist der Worst Case, aber wir arbeiten dafür, dass der nicht eintritt, wobei wir es halt, wie gesagt, nicht mehr selbst in der Hand haben. Aber das, was ich heute gesehen habe und was ich auch gehört habe, was unter der Woche war, weil ich selber auch nicht auf dem Eis war, stimmt mich da positiv, dass wir jetzt wirklich wieder in eine positive Richtung reingehen und alles, was jetzt dahinter uns, einfach streichen und weitermachen. Gut. Dann noch kurz Zwischenstände aus der Abstiegsrunde. Schweinfurt-Dorfen 3:1. Und Königsbrunn, Pfaffenhofen 0:2.
Ich darf noch hinweisen aufs nächste Heimspiel. Das ist nächsten Freitag, 14.02. gegen Dorfen. Hoffen wir auch wieder auf eine gute Kulisse. Helft es den Jungs. Ich glaube, wir sind momentan wieder auf einem guten Weg, vielleicht rechtzeitig wieder in die Spur zu kommen. Und die Jungs hätten sich's verdient mit dem Kampfgeist, mit dem, wie sie heute aufgetreten sind, dass man sie bestmöglich unterstützt. Also kommt alle nächsten Freitag und dann hoffe ich, dass wir die nächsten drei Punkte gleich gegen Dorfen holen. Vielen Dank. Ansonsten dem Gegner wünsche ich noch, weiß mir, guten Heimfahrt, ist nicht so weit, kommt's gut an. Und ansonsten sehen wir uns alle wieder nächsten Freitag. Vielen Dank.